Andi, pst. Komm runter da vom Platz. Ich bringe für dich jetzt hier den abkippenden Sechser. Die Holding Six. Dann haben wir jedenfalls alle Spaß auf dem Platz. Was für ein erster Bundesligaspieltag, ne? Und in Bremen, da brennt schon die Hütte. Frage ist, wo geht er hin, der Füllkrug? Frankfurt oder Mailand? Wenn ich da Koch wäre, eine Spielerkantine, ich würde ab jetzt bei Bremen nur noch asiatisch anbieten. Das Titanic-Menü. Essen, was leicht runtergeht. Ja, Mann. Psst. Du isst mittlerweile auch nicht mehr, ne, weil du Hunger hast, sondern weil dein Mund sich alleine fühlt. Ja, und in Gladbach gibt's die Erdbeeren ab jetzt nur noch mit Sejuane. Kader leicht umgekrempelt, ne? Jetzt kommt am Samstag gleich mal hier Bayern 04 Leverkusen mit Jonas Hofmann, ey. Ich kann sich erstmal eine extra Aspirin sprichwörtlich reinpfeifen, ey. Da wird's abgehen. Hauptsache, es bleibt friedlich. Mich haben sie letztens auch im Restaurant gefragt. Wollen sie boxen für die Reste? Ich so, nö, ich stehe nicht so auf Gewalt. Warten sie mal. Sag mal, Andi, warum wurden bei deiner Anlieferung damals der Storch nicht im Anflug erschossen? Ja, und bei den Bayern läuft alles nach Plan. Kane trifft und wird gleich mal Vater. Herzlichen Glückwunsch. Bei meinem Stefan und seiner Ollen, da wissen sie noch nicht. Junge oder Mädchen, aber es wird auf jeden Fall eine Tinder-Überraschung. Es ist alles im Fluss bei den Bayern, ne? Aber nicht mit Kalle Rummenigge. Wenn du dem sagst, es ist alles im Fluss, sagt er, dann lass ich den jetzt mal richtig über die Ufer treten. Haut er da beim Sportbild Award, ging es ja um diesen spanischen Trainer, der nach dem Sieg der spanischen Damen bei der WM die eine Spielerin ungefragt einfach auf den Mund geküsst hat. Und der Kalle so, das ist völlig normal, nichts Ungewöhnliches. Er hätte nach dem letzten Champions-League-Sieg der Bayern auch Männer geküsst. Zwar jetzt nicht auf den Mund, sondern mit was denn? Mit Zunge oder was? Ich hoffe, dass die Damen des FC Bayern München nie einen großen Titel gewinnen. Was wird denn das dann? Aftershow-Party mit Kalle. Nicht im Münchner P1, nee, im Berliner KitKat-Club. Ah ja, dem Kalle, dem fehlen halt zum Schweigen oftmals die richtigen Worte. Stefan, du denkst auch, ne, wenn man Trockeneis zum Schmelzen bringt, da kannst du schwimmen gehen, ohne nass zu werden. Ja, und nach dem Zungen geht gleich nochmal hier Häuptling und Indianer. Der Kalle haut drauf, ne? Karl-Heinz Rummenigge so, der Kane, der wird Häuptling bei den Bayern. Das heißt, es gibt viel weniger Häuptlinge. Und einige, die vorher dachten, sie wären Häuptlinge, sind dann jetzt Indianer. Gnabry und Sané. Ne? Wird halt jetzt alles kurz und knapp, ne? Aus großer weißer Adler, der zur Erde stürzt, macht der Kalle plumps. Andi, kannst du subtrahieren? Ja? Dann zieh ab! Und die Bundesliga feiert an diesem Wochenende Geburtstag. Happy Birthday. 60. Geburtstag, oder anders gesagt, mittlerweile kosten die Kerzen da mehr als der Kuchen. Boah, was ne Bundesliga. Lothar Emmerich, erste Bude gemacht. Hier Kahn, also so rausge. Nur Highlights, ne? Und es geht um Titel, Tore, Punkte. Patrick, denk dran, Punkte sammeln in Flensburg ist wie Payback. Bei 8 Punkten gibt's ein Fahrrad. Wisst ihr noch, in der Saison 2021, da war ja Schalke 04 nominiert für den Friedensnobelpreis. Weil wir 30 Spiele niemanden geschlagen haben. Oder legendär auch, ne? Die ganzen Interviews mit Lukas Podolski. Ja, sagst du zum Poldi? Ja, ich bin Radiologe, fragt er. Und bei welchem Sender? Was ist denn euer persönliches Highlight der Fußball-Bundesliga? 60 Jahre, so viel passiert. Haut mal runter in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der meinte letztens, Trainer, wenn ich mir endlich merken kann, wie man die römische Zahl 30 schreibt, dann mache ich 3 Kreuze. Was für ein erster Bundesliga nochmal, sag mal. Wisst ihr noch, in der Saison 2020, 2021. Du isst mittlerweile auch nicht mehr, weil du Hunger hast, ne? Sondern weil... Kevin! Boah, der ist so hohl. Das war ein Vogel. Frage ist natürlich, wo geht der Füllkrug hin? Mailand, Frankfurt. Boah, wäre ich... Zeichensprache. Der kann erstmal eine Aspirin extra einschmeißen. Nee, alles heute. Nee, heute ist auch gut. Das wird eine gute Folge.